Hallo, ich bin Jonas Deichmann. Ich bin mehrfacher Weltrekordhalter, habe jetzt nach der Eurasien-Durchquerung die schnellsten, dann letztes Jahr Panamerika, gerade die Cape-to-Cape-Challenge beendet. 18.000 Kilometer in 72 Tagen vom Nordkap in Norwegen bis an die Südspitze Afrikas, Kapstadt. Und frisch zurück in Deutschland bin ich dabei, mein neues Fahrrad hier bei Paul Lange in Stuttgart abzuholen. Mein Fokus für nächstes Jahr geht auch ein bisschen von der Straße weg zu Expeditionen, also ein Gravelbike. Es ist ein Curve GXR Rahmen, also Titan. Ich bin Titan jetzt auch durch Afrika gefahren und es hat sich für mich einfach bewährt. Ist einfach ein bisschen weicher, also mehr Komfort und vor allen Dingen stabiler. Ich bin in Gegenden in der Welt unterwegs, wo Probleme mit dem Material auch sehr harte Konsequenzen haben. Deshalb Titan ist für mich das einfach die richtige Entscheidung. Das Fahrrad hat eine Shimano GRX-Gruppe, also die neuen Gravel-Komponenten, die jetzt ganz neu rausgekommen sind im Sommer. Ich bin bisher bei allen meinen Expeditionen und auch den drei großen Rekordfahrten Shimano gefahren. Und es hat sich einfach bewährt. Ich habe nie Probleme gehabt und es ist auch, also sind extrem zuverlässig und sind einfach auch globaler Standard. Ich fahre einfach vorne und habe eine Übersetzung von 42-42, also auch was, wo ich dann die steilen Pässe und Anstiege mit hochkomme. Ich habe dann Komponenten von Pro auch dran, also Lenker, Vorbau und die Sattelstütze. Habe ich jetzt auch bei der Cape-to-Cape-Challenge und vorher in den Alpen verwendet und hat sich einfach bewährt. Und fahre jetzt auch einen Schwalbe Tubeless-Reifen, also ich bin jetzt im Sommer umgestiegen auf Tubeless und wenn man es einmal gemacht hat, dann will man eigentlich nicht mehr wechseln. Ich fliege jetzt erstmal nach Brasilien, habe 5 Wochen Urlaub, den habe ich bitter nötig, aber ich freue mich schon richtig darauf, dass Ende Januar wieder losgeht auf dem neuen Rad. Bis bald!